Und Leute, ganz kurz, ich habe sie nicht geschottet, falls irgendjemand auf die Idee kommt, es zu reinzuschreiben in die Kommentare. Okay, let's go. In die Nase. Aha. Was? Welcher was hat von meiner Maschine die CDI geklaut? Ihr könnt mal orgeln können, was wir wollen. Die ist kurz vorm Kommen. Sie mag kommen. Hörst du es, wie sie will? Nicht immer mich. So, wenn man bei mir eins rausbaut, dann sagt man auch, Firma sagt Danke. Ich habe gehört, da gibt es ein Spenderlager. Ja, weil ich kann mir das schon ganz genau vorstellen, wie das passiert ist. Übrigens, das ist unser Lager, auch wenn es gerade Katastrophe ausschaut. Es ist sortiert. Komm, ich kann mir das schon vorstellen, weil meine Mechaniker, oder was heißt meine Mechaniker, die Mechaniker auch, oh, ja, ist gerade nicht lieferbar. Ah, bei Markus ist ja eine Maschine zerlegt. Komm, die schlachten wir jetzt komplett aus. Und wenn dann meine Teile endlich kommen, dann passiert genau sowas. So, warte. Und das passiert nur immer, wenn man es den Kunden versucht, recht zu machen. Ja, aber ist ja auch gut einerseits. Ja, aber nicht immer mich. Und vor allem, das kommt von den Kunden zu 99% nicht zurück. Nein, dann darfst du dich noch dumm anmachen lassen. Warum ist das jetzt überhaupt kaputt gegangen? Wieso ist das? Und das ist ja eine Scheißmaschine. Und das ist ja scheiße. Aber zu 99% ist es einfach der Mensch, der wo da drauf sitzt. So, ich stelle euch jetzt einfach hier vorne ab, auf Markus sein. Schön. Und auch jetzt, ich läster nicht über Kunden. Das ist nicht lästern. Aber in letzter Zeit haben wir nur voll da. Der Krieg in der Ukraine oder Corona hat den Menschen das Hirn weggenommen. Diese Woche durfte ich mich anmaulen lassen. Der Kunde hat seine Maschine am Donnerstag gebracht, warum sie heute nicht fertig ist. So, jetzt. Ja, warum soll sie heute fertig sein? Hast du gestern einen Termin gehabt für die Werkstatt? Ja, nö, aber kann man schon davon ausgehen. Ey, 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 die Leute fahren 150 Kilometer, damit sie zu uns in die Werkstatt kommen und verstehen dann nicht, dass sie warten müssen. On a new adventure. Jetzt springt sie sofort an. Warte, bevor wir die Batterie anschauen. Warte, mach mal eine kleine Wette. Denkst du, sie springt an? Ja. Ja, okay, dann braucht man keine Wette machen. Weil ich bin auch der Meinung, dass sie sofort anspringt. Jetzt hat sie wieder einen Zündfunken. Zuerst Plus. Du weißt, davon gehe ich ja nicht aus, wenn du weißt, okay, von einem halben Jahr habe ich die Maschine so da hinten hingestellt. So, dann kriegst du nach einem halben Jahr dein Teil und weißt, jo. Warte. Irgendwas hat sie jetzt rausgehaut. Oh, schon mal kurz. Boah, Kerem! Was? Unten! Boah, was ist das, Digga? Nein, ohne Witz, was ist das? So, Leute, weil wir ja heute auch wieder was Besonderes zeigen wollen. So schaut es aus, wenn deine Maschine einfach Ewigkeiten draußen im Regen stand, du nicht drauf geschaut hast und sie dann wieder anmasch. Was ist das? Boah! Das ist die Vario, gell? Ja. Meine Variomatik steht komplett unter Wasser. Und was macht man dann? Hey, super. Was heißt es? Variomatik zerlegen, fertig machen. Es wird heute wieder lange dauern. Leute, in dem Sinne, ihr seht's, wir haben jetzt 10 vor 8. Wir hören heute auf zu filmen. Der Rest wird in dem nächsten Video reinkommen, damit wir ein bisschen Zeit haben. Wir versuchen, die Maschine jetzt zum Laufen zu bringen. Haut's rein. Also war das vielleicht sogar Part 1 und danach kommt Part 2. Genau. Also, haut's rein. Was soll ich sagen, Leute? Schaltet ein, schaltet nicht ein. Das ist Stress pur. Auf jeden Fall sind wir nicht tot. Wie ihr hier sehen könnt, ist was passiert. Und zwar, wir haben ja im letzten Teil das hier herausgefunden, dass die CDI fehlt. Darum ist die hübsche Maschine nicht angesprungen. Und ja, ihr seht diese ganze Brühe hier unten.
Das kommt alles aus dieser Variomatik. Die Maschine stand ja wie lange? Ein halbes Jahr fast. Halbes Jahr. Fast, ja. Und durch diesen Ansaugstutzen, der, oder beziehungsweise Lüftung für die Variomatik kann man sie, glaube ich, nennen. B- und Entlüftung. Hier ist ja offen, hier drin. Und da ist die Brühe reingelaufen. Und das, was hier alles an Feuchtigkeit unten ist, war da drin. Jo. Hey, ich bin schon wieder so komplett am Ausflippen. Wie kann man nur immer die Schrauben so scheiße positionieren? Ja, fühle ich. Schau dir mal an. Ich komme mal rüber kurz. Das kannst du doch gar nicht jemandem normalen erzählen. Warum macht man so leichte Arbeiten immer so abfuckmäßig? Ja, das mit dem Lenker ist scheiße, mit der Tankschraube. Ja. Junge, das können die ganzen Fidschis da unten mit ihren kleinen Chinesenfinger können das machen. Aber so ein Deutscher mit seinen Wurschgriffel kommt da nicht rein. Hier gilt das Arbeitsschutzgesetz. Ja. Beim Chinesen so drei Finger weniger, Junge, funktioniert immer noch. Ja gut, Leute. Also wie gesagt, wir werden jetzt in diesem zweiten Teil, glaube ich... Markus? Ja? Bist du auch der Meinung, dass wir in dem zweiten Teil jetzt nicht so viel Scheiße filmen? Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Dann mache ich jetzt aus und mache weiter, weil ich will jetzt dann bald nach Hause, weil wir haben... Ich sag's euch, vielleicht sieht man es, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt genau 8 Uhr, 3 Minuten vor 8. Und es ist Freitag und eigentlich macht man am Freitag andere Sachen. Das war ein kleiner Ausschnitt von Markus seinem Junggesellenabschied. Vielleicht wird das ja das nächste Video. Falls es so sein wird, abonnieren, um es nicht zu verpassen. Zwinker-Smiley. Machen. Ja. Zum Beispiel ein biotonisches Erfrischungsgetränk trinken. Oder vielleicht ein zwei. Bierotonisches. Oder zwei oder drei. Auf jeden Fall, ja. Wir melden uns, wenn das hier offen ist. Die Variomatik, die besser gesagt. Enge Hand. Möchtest du noch was sagen? Ich hasse es. See you. So. So, Herrschaften, also, wir hatten hier ein kleines Aquarium drinnen, hat euch der Kerem ja schon gesagt. Jetzt Variomatik komplett raus, weil es sein kann, dass die hinten natürlich auch fest verbappt ist und ich nicht möchte, damit es den Riemen gleich zerlegt. Holen wir jetzt hinten auch natürlich raus, machen das Ganze sauber. Ihr seht selber, wie viel Wasser hier also in diese Variomatik reingegangen ist. Es ist unglaublich. Das ist alles von der Variomatik. Ich kann euch auf jeden Fall einen Tipp mitgeben, wenn ihr die Maschine draußen und nicht abgedeckt habt, tut auf jeden Fall den Train Bolt raus aus der Variomatik. Das ist hier drinnen, hat jede Aion Cobra. Warte, unten hier unten drinnen. Liegt sie. Warte, wo habe ich sie hingelegt? Wenn du einfach hierher leuchten würdest, ja. Habt ihr hier so ein Gummiding drinnen, wo man rausmachen kann, damit das Wasser ablaufen kann, falls da Wasser reinläuft. Also, ich habe was dazu gelernt. Das erspare ich euch, das Ganze. Wenn ihr sie lange stehen lässt, tut es hier einfach raus. Danach habt ihr keine Probleme, es kann sich nicht so viel Wasser sammeln. Dieses Ding hier. Und es schaut danach nicht so dreckig aus, wie es jetzt hier ausschaut. Ja, mittlerweile haben wir schon 8:45. Ja, ja. Wunderschön. So. Bei der Aeon Cobra muss man hier enormst aufpassen. So. Platz genug hast? Jo. Weil diese Scheiben hier und diese Kugeln und alles, das muss genau so wieder rein, weil sonst... Schau. Ach, das hast du bei mir gemeint, wo wir es bei mir gemacht haben. Ja, ganz heikle Sache. Telefon kommt rein. Ich mach mal kurz Pause. Oder film du allein kurz weiter? Jo. Also Leute, das Ganze jetzt hier nochmal, dass ihr Bescheid wisst, sehr mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Diese Kugeln hier, wenn die alle rausfallen, genauso hier, diese ganzen Scheiben, was die drinnen haben, das muss genauso wieder rein. Also passt da bitte sehr auf, damit da kein Blödsinn passiert, euch. Ich kann natürlich wieder aus Erfahrung sprechen, mir ist da schon Blödsinn passiert.
Und dann stehe ich erstmal blöd da. So. Das Ganze abmachen. Riemen holen wir natürlich raus. Und der Beste ist es nimmer. Den natürlich trocken legen. Nass braucht man das nicht einbauen. So, und da haben wir das gute Ding. Und was jetzt sein kann, ist, dass es hier diese Buchse innen drin ist, immer fett drinnen, weil das geht ja auf und zu, wie ihr schön sehen könnt, dass die festgepappt ist. Ist sie aber nicht. Trotzdem das Ganze reinigen, mal ein bisschen einschmieren, hier die Belege wieder gangbar machen, das ganze Wasser raus, trocken legen und dann können wir schon wieder zusammenbauen. Ja, die andere Maschine bin ich gerade am Zusammenlegen oder am Zusammenbauen. Kerem ist jetzt hier noch weiter beschäftigt, er soll das Ganze jetzt hier sauber machen. Wie ihr hier jetzt auch schön sehen könnt, da, okay, das schaut alles gut aus. Einfach alles mal rausholen, sauber machen und dann schauen wir, ob es funktioniert, ohne dass ich neuen Riemen brauche und ohne dass was weiteres kaputt gegangen ist. Ich hoffe es zumindest, aber ihr kennt es, sehen wir erst, wenn es soweit ist. So, dala. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier drinnen schön sauber gemacht. Ich hoffe, ihr seht es auch ordentlich. So gut, wie es möglich ist, wieder sauber gemacht. Genauso wie hier die Variomatik. Vorne wie hinten, der Kerl macht es mal wieder kaputt. Und jetzt sind wir wieder am Zusammenbauen. Die drübere Maschine habe ich soweit wieder zusammengebaut. Hängt jetzt noch am Batterieladegerät. Die Blinker muss ich noch anschließen. Und danach ist es auch soweit fertig. Bei der Variomatik wieder zusammenbauen, dann Verkleidung wieder drauf und dann haben wir die auch geschafft. Uhrzeittechnisch haben wir jetzt 21:45. Ja, und das ist immer noch der ganz normale Alltag von uns. Gut, bauen wir das ganze Ding mal hier wieder ein. So, Riemen. Riemen hier. Hilfst du mir mit, Karen? Warte, komm, das kommt doch jetzt zuerst rein, oder nicht? Ja. Danach kommt der Riemen mit drauf. So. So. Ich weiß, da kommt jetzt gerade nicht so viel zum Reden, zum Quatschen, weil man hier echt schauen muss, damit es auch wieder zu 100% passt. So, der Schlagschrauber, den können wir hinten immer gleich festmachen. Der Kerem holt den mal geschwind. Bitteschön. So. Dann natürlich vorne auch wieder. Um hier jetzt das Ganze zu entspannen, einfach mal zusammen. Dann kehren wir den Riemen rein, genau. So, dann ist das Ganze entspannt. Dann können wir hier... Warte, den einen habe ich, da unten liegt er. Der kommt erst hier wieder drauf, oder nicht? So, oder? Ja. Sicher. Vorhin habe ich dich doch gefragt, wo ich doch dich gefragt hatte. Ja. Wegen... Ja? Und so ja. War es drauf, meinst du? Ja, sollte eigentlich passen. So, dann kommt die wieder hier. Wo kommt die jetzt her? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ah, hier. So, die Mutter brauche ich. Ah, das ist dann der Deckel schon, gell? Ja, das ist der Deckel und dann... Ja, Deckel. So, also sind wir schon am Finishen hier bei dem Ganzen. Gut. Willst du sie kurz einmal anlassen? So.
Mir reicht das so. Ein paar Sekunden später. Jetzt machen wir das Ganze mal an und schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich glaube, der Rückwärtsgang ist drin. Stopp. Gut, funktioniert tut's, wie wir hier schon sehen. Was ist da gerade runtergefallen? Hier haben wir das, was ich euch gesagt habe, aufpassen. Dadurch, dass das hier ja nicht fest ist, kann sich das auch ganz schnell wieder lösen. Aber das war jetzt gewollt, weil ich schauen wollte, ob es funktioniert. Warte kurz, darf ich hin? Genau, perfekt. So. Sag, wenn ich es loslassen soll. Jetzt kannst du loslassen im Normalfall. So, der Akkuschrauber, wo ist er? Hinter dir. Perfekt. Jetzt hier die Scheibe wieder drauf. Dann kann man den Deckel wieder drauflegen. Ah, vorher machen wir es noch mal kurz an, damit sich das Ganze hier gespannt hat. Gut, sieht ihr ja. So, kann man auch per Hand spannen, so wie wir es jetzt sehen, damit das Ganze nicht so brutal rumeiert dann. So. Dann den Deckel wieder drauf. So, und wie wir jetzt schön sehen, funktioniert das genauso, wie wir es vorhaben. Das Ganze hier dreht sich schön, das Kugellager funktioniert. So, ich hoffe, ihr seht das, wie sich das dreht. So, das heißt jetzt für uns, machen wir mal die Maschine wieder aus. Wir müssen nur noch zusammenbauen. Und dann Probefahrt. Und danach ist Feierabend für heute. Probefahrt machen wir heute nicht mehr, weil wir sind definitiv fertig. Wir haben jetzt 10 Uhr. Ich denke mal, wir werden jetzt noch eine halbe Stunde brauchen, dass komplett alles wieder fertig ist, Werkstatt aufgeräumt haben. Ich hoffe, ihr konntet jetzt mal ein bisschen mit einblicken, wie unser Alltag abläuft, dass wir für YouTube wirklich uns das letzte Hemd noch mal rausreißen, dass wir für euch Content produzieren können, da der Kerem und ich einen Hauptjob haben, ich noch selbstständig bin, ich Gott sei Dank so einen guten Freund habe, der wo sich immer bereit erklärt, unterbezahlt zu helfen. Dazu sage ich jetzt nichts, viel weiter bitte. Und vergisst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, uns auf Facebook und Insta zu abonnieren oder zumindest uns gefällt mir zu drücken und uns zu folgen. Und wir versuchen dennoch, obwohl wir fast keine Zeit haben, für euch so viel wie möglich Content zu produzieren. Seid ein bisschen nachsichtig mit uns, unterstützt euch mit Abonnieren, Glocke aktivieren, denn dann wissen wir, wir machen das Ganze richtig und wir sollten doch ein bisschen mehr Zeit dafür investieren. Und Leute, ich will auch noch kurz was loswerden. Sind noch, Markus heiratet ja nächsten Monat und nachdem er geheiratet hat, wird er erstmal in die Flitterwochen gehen und danach eventuell werden wir uns mehr Mühe geben, um euch mindestens ein Video die Woche zu liefern. Das ist unser Ziel. Also haut rein, schönen Abend, schönen Tag noch, schönes Wochenende, was auch immer. Haut rein.